Du da. Weg mit dir. Ja. Du heilst Vaquano. Ja. Vorgrim ist sein gleich mal los. Was? Und Quano sein auch gleich. So, Feiris. Falle entschärfen. Und ja? Ich? Na? Wo bin ich? Ja, ich bin hier und ich komme nicht an die da ran. Deswegen zieht ihr euch auch mal. Das war's mit Quano, ja, fürs Erste. So, du schlägst das hier mal ein. Du guckst, dass du dich selber heilst. Ich glaube, du gehst in Deckung und guckst, dass du dich selber heilst. Sehr gut. Ich greife einen an. Ne, Kugelblitzen kann ich ihn nicht. Dafür ist die Reichweite nicht hoch genug. Aber ich kann ihm einen Scharfschuss verpassen. So, einer ist weg. Ne, ist immer noch da. Das ist doof. Und Vorgrim wird gerade richtig angeschossen. Und anstatt dass er ordentlich da auf die Kiste draufhaut, lässt er sich weiter abknallen. Jetzt schießt den einen endlich weg. So. Einer ist weg. Kräfte der Natur wären jetzt nicht schlecht. Was? Und du schlag jetzt weiter drauf. Sehr gut. So, wenn das so weitergeht, ist nämlich keiner mehr übrig, bis du da durchgestürmt bist. So, und auch unser Prinz hat es endlich kapiert. Gut, jetzt ist nur noch Girtasch da hinten übrig. Dem könnte ich mal einen Kugelblitz reinjagen. Das hat er verdient. Steht eigentlich die Regenbogentruckkiste noch hier? Ja, steht sie. Okay, Girtasch ist kurz vorm Umkippen. Kommt, schießt ihn endlich ab. Girtasch und die anderen Verräter haben eine Winde gefunden. Gut, dass die Monstren der Tiefe sie so lange aufgehalten hatten. Und uns auch. Ist es jetzt nicht an der Zeit, mir mehr über die Dinge zu erzählen? Ihr wisst doch mehr, als ihr mir gesagt habt. Naja, eigentlich interessiert uns das nicht wirklich. Wir haben Girtasch aufgehalten und damit war es das. Girtasch und ihr kennt euch schon länger. Ah ja. Ihr habt gut gekämpft. Ihr verdient es, mehr zu erfahren. Hört gut zu. Eigentlich müssten wir das als Zwerg ja wissen. Als junger Zwerg war ich schon einmal hier. Damals begleitete mich mein guter Freund Torlosch, ein von Angrosch gesegneter Schmied. Es waren Abenteuerlust und eine Spur Trotz gegenüber meinem Vater, die uns vorantrieben. Also ihr beide habt schon mal nach Norgamaschtrom gesucht. Wir wollten dem Geheimnis von Norgamaschtrom auf die Spur kommen und hatten gehört, dass ein Zwerg namens Girtasch nach Abenteurern suchte. Er hatte einen Stollen gefunden, der ein möglicher Zugang sein könnte. Wahrscheinlich die Binge, in der wir gerade sind. Wir trafen uns mit Girtasch und handelten ein Geschäft aus. Er würde uns den Zugang nach Norgamaschtrom zeigen. Dafür sollten wir ein seltenes Metall am Bingenboden bergen. Alles andere sollte uns gehören. Das Hölleneisen, würde ich sagen. Ich verstehe, Girtasch hat euch betrogen. Allerdings. Wir zogen los in die Binge. Und dann sahen wir sie. Die Leichen anderer Zwerge. Sie hatten sich gegenseitig getötet. Wir waren wohl nicht die erste Expedition, die Girtasch losgeschickt hatte. Ja.
Aber wir sind jetzt die Letzte. Während wir uns noch fragten, warum sich die Zwerge gegenseitig getötet hatten, begann ein Flüstern in meinem Kopf. Zuerst war es ganz leise, doch je tiefer wir kamen, desto lauter wurde es und desto aggressiver wurde ich. Mhm. Dass auch Torosch es vernahm, wurde mir bewusst, als ich in sein Gesicht blickte. Das war nicht mehr mein alter Freund, sondern irgendetwas schien Besitz von ihm ergriffen zu haben und starrte mich mit hasserfüllten Augen an. Das erste Sprachzeug, wie es zu Gitta schon seinen Männern gesprochen hatte. Gut, dass der Schuss des Kobolds auf uns liegt. Ja, allerdings, weil ich bin auch ein Zwerg. Ja, wahrscheinlich wären wir uns sonst bereits an die Gurgel gegangen. So wie ich und Torlosch damals. Aber das erzähle ich euch später. Lasst uns aufbrechen. Wir müssen dem Ganzen ein Ende setzen. Wie jetzt? Ich glaube, ich verstehe nicht ganz. Was wollt ihr von mir? Ich will ganz nach unten. Und ein für alle Mal die Sache beenden. Niemals soll wieder eine Gefahr von diesem Hölleneisen ausgehen. Okay, das verstehe ich. Und wie soll das geschehen? Ich habe ein besonderes Hylaila-Feuer dabei. Es brennt so heiß, dass selbst massives Gestein schmilzt. Im Herzen des Berges gezündet, wird es die Dinge zum Einsturz bringen. Ah, das klingt vernünftig. Ich bin dabei. Schuppen und Zähne, so sei es. Ja, Norgamash zum sollte nicht mehr. Oh, Geld, Goldring, Salbenfett, Zielwasser und wo ist Quano? Da ist Quano. Quano, du darfst verarztet werden. Auch wenn du jeder mal im Eifer des Gefechtes einfach umgekippt bist. Und da ist einer von Girtas Zwergen. Seine Waffe hängt in der Luft. Na gut. Ich denke mal, bis runter in die Binge ist es nicht mehr weit von hier aus. Hoffe ich jedenfalls mal. Und ich hoffe mal, dass wir auch nicht mehr so viel garstigem Zeug begegnen. Wir haben immerhin noch den Schutz des Koboldes auf uns. Und er bleibt, solange wir in der Binge sind. Ja, hier ist der Durchbruch. Hier könnten wir wieder nach oben gehen, theoretisch. Aber hier ist ja die Tür zu. Wir sind ja einmal im Kreis gelaufen jetzt eigentlich. Okay, was kommt da gegen uns? Ein Wühlschrat? Also so eine Art... Was ist ein Wühlschrat? Kann ich mir den angucken? Nein, kann ich leider nicht. Scheint so eine Art Erdelementar oder Erdgolem zu sein. Aber er blutet grün. Und Nahkampf macht bei ihm eigentlich kaum Schaden. Okay, ist das ein magisch? Nein, es ist ein totes Wesen. Was können wir denn von dir? Vorgrim, schnapp dir den Knauf, die Edelsteine und die zwei Gegengewichte. Fallen und ein Wühlschrat. Und wenn ich gleich aufpassen? Ja, genau. Autsch, 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 Wiesefalle. Wie reagierst du auf Elektrizität? Na komm. Oh, ziemlich gut. Der Prinz steht da ziemlich... belämmert rum. Noch ein Knauf und noch mehr Edelsteine. Jetzt kann ich den Prinzen heilen, theoretisch. Die eine Wunde. Was? Und Feiris weg mit den Fallen.
Vertreibe die Zwerge. Das haben wir doch schon gemacht. Dringe zum Stollengrund vor. Ja, ich will euch das gerade mal vorlesen. Arum will hinab ins Herz des Berges, wo sich das Hölleneisen befinden soll. Dort will er mit Jahre vorher das Gestein schmelzen, dass die Binge einschlüsse und der Weg zum Hölleneisen für immer verschlossen ist. Im Sinne des Buchsnickels ist das aber nicht. Ja, es ist aber in unserem Sinne. Hallo Skorpione, kommt ihr auch mal wieder? Na, gegen 4 Stück. Dürften das keine Probleme sein. Ja. Du da. Komm, komm. Du Sternwurf. Ja. Bei Angriff spart. Und du auf den da draufhauen. Weil der ist ja gleich Geschichte. So. Was sagen die da oben? Die sagen, sie haben noch ein bisschen was sie mit uns teilen wollen. Angriff! Also wir kommen hier definitiv mit viel Beute raus. Fires macht das Giftbuff von Kuano weg. Und dann sacken wir noch die Skorpionstacheln wieder ein. Also ich denke mal, das Geld für den Helm vom Schmied in Nadoret ist gesichert. So, Quicksave machen. Ich habe so das Gefühl, am Ende der Binge wartet noch was Garstiges auf uns. Hilfe? Eine halbe Horde Wüschrate. Der Steingolem macht mir gerade eher Sorgen. Frog im Bruchschlag, Quan und nochmal Sternenstaub. Noch ein Kugelblitz. Erst die Wüschrate loswerden. Wir machen den Wüschraten fast keinen Schaden. Mit den Lebenspunkten sieht es noch in Ordnung aus, soweit. Obwohl mal Vorgrim eine Ladung gebrauchen könnte. Kuano wirft mal Sternstaub. Okay, jetzt sind nur noch zwei. Was? Warum ist der Golem umgefallen? Sag bloß, der Prinz hat die ganze Zeit auf den Golem drauf geprügelt. Das wäre aber auch halb so wild. Fires, du kannst den Prinzen mal heilen. So, jetzt ist noch ein Wüschrad übrig. Ah, der kriegt noch einen Kugelblitz von mir. Dann dürfte das gewesen sein. Wenn er nicht vorher umfällt. Hier starten mein Freund Torlosch. Damals, vor vielen Jahren, durch seinen eigenen Verrat. Er durch das Hölleneisen. Wollt ihr mir nun davon berichten? Da, das will ich. Ihr habt es verdient. Okay. Dem Gang entlang kommt man zum Herzen der Binge. Dort liegt das Unmetall. Es lebt. Und es ist abgrundtief böse. Legenden sagen, dass es direkt von dem Erzdämon Agrimmon in die Welt gebracht wurde.
seinem Diener des Namenlosen. Dort kam es zum Kampf zwischen mir und Torlosch. Ich konnte dem Ruf des Unmetalls widerstehen. Doch Torlosch wollte es an die Oberfläche bringen. Er wollte daraus mächtige Waffen gegen unsere Feinde schmieden. Ach, diese Verblendung. Tja, das war das Eisen. Als ich ihm sagte, dass ich dies niemals zulassen würde, griff er mich an. Er war voller Wut und schien durch die Einflüsterungen stärker geworden zu sein. Wir kämpften fast 2 Stunden und ich konnte ihn nicht töten. Wie bist du dann? Ihr konntet ihn nicht besiegen? Nein, versteht ihr nicht. Wie hätte ich meinen besten Freund töten sollen? Ich floh und rannte zum Aufzug. Als ich den Schacht nach oben fuhr, sah ich Torlosch, wie er mit hassverzerrtem Gesicht auf den Fahrstuhl einschlug. Und ihn kaputt machen. Ich konnte gerade noch aus der Gondel springen. Da stürzte der Aufzug in sich zusammen und begrub Torlosch unter sich. Und wie kommen wir jetzt da runter? Was geschah mit Girtasch und warum seid ihr nicht zurückgekehrt? Ja, ich ging zum Ausgang, voller Trauer und Wut. Mit ein paar gezielten Schlägen brachte ich ein paar Stützbalken zum Einsturz und versperrte so den Zugang nach Norgamaschtrop. War vernünftig. Girtasch suchte ich auf und schwor ihm, sollte er je wieder nach der verbotenen Binge suchen, würde ich mit ihm abrechnen. Meinem Vater erzählte ich, dass Torlosch heldenhaft gestorben war. Ich konnte ihm nicht die Wahrheit erzählen. Bis heute. Hast du es ihm gesagt? Sinnesschärfe, Feierich sagt auch, wo ist eigentlich Torlosch Leiche? Vielleicht hat der Aufzug ihn nicht sofort getötet. Und er hat sich verwundet nach unten geschleppt. Beeilen wir uns. Ich will wissen, wo die Leiche ist. Okay, dürfen wir jetzt noch gegen Torlosch kämpfen?